Kommen wir mal zu den Autopicks. Das ist ja mittlerweile, hat sich das herausgestellt, dass wir sehr oft über Autos reden. Ich habe übrigens, wollte auch die gleichen reinkopieren. Ja, okay. Echt? Ja, Ja. es ist momentan wirklich nur vor allem Renault, was abliefert. Und wir kennen es ja jetzt einmal einfach einmal Machen ab. wir es in chronologischer Reihenfolge. Fangen wir mit dem Renault Twingo an. Chronologische Reihenfolge. Ich hätte jetzt Ja, eher dann, von der Größe her hätte ich jetzt na, weil angefangen. nachher kommt 4 und 5 dann noch. Aha, okay, passt. Obwohl 4 und 5 wieder unlogisch ist, von der Sicht her, aber okay. Ja, jedenfalls, Renault hat drei Autos vorgestellt jetzt in den letzten Wochen. Und starten wir mal mit dem kleinsten und mit dem voraussichtlich günstigsten. Renault legt den Twingo neu auf. Wo Ja. man sagen muss, der war damals schon hässlich. Die neue Version schaut zumindest nicht ganz so schlimm aus. Das ist aber wurscht bei dem Auto gewesen. Das war einfach ein kleines, kompaktes Stadtauto. Genau, Fertig. ja, stimmt. Und wie Ja. gesagt, beim Auto, man sitzt drin. Und wie es außen ausschaut, ist ziemlich wurscht. Der neue Twingo gefällt mir aber zumindest optisch von außen auch ganz gut. Es ist ein Kompaktauto. Geplant ist, dass der unter 20.000 Euro kosten soll. Man wird jetzt reichweitenmäßig und von der Beschleunigung darf man sich jetzt keine großen Sprünge erwarten. Aber das dürfte, wenn Sie den Preis halten können, und das sage ich jetzt bei jedem Auto dazu, wenn Sie den Preis halten können, dürfte der neue Twingo E-Auto System Seller werden, weil das ist wieder das perfekte Stadtauto. Klein, praktisch, elektrisch. Das wäre sogar für die das perfekte Pendelauto. Ah, das wahrscheinlich, ja. Ja, das, weil das reicht locker. Wie gesagt, lassen wir es einmal auf die Keyspecs ankommen, Reichweite und Beschleunigung. Man darf nicht vergessen, ich muss über den Berg auf, hier, das saugt einen Akku ziemlich schnell leer. Ja, aber das ich schätze. Wenn er Richtung 250 Kilometer kommt, können wir schon drüber reden, ja? Das wird das sicher hinkommen. Ja, also da bin ich mal gespannt. Im Automobilsalon Paris haben sie jetzt zumindest einen Prototyp einmal vorgestellt. Und der dürfte in 2 Jahren auf den Markt kommen. Ja, das, also der wird sich sicher gut verkaufen, wenn er um den Preis kommt. Danach haben sie, davor haben sie den Renault 4 vorgestellt. Das ist quasi die elektrische Variante vom klassischen 4er Renault. Der ist größer als der. Der ist, glaube ich, so groß. Ich habe es nämlich nachgeschaut. Der ist so groß wie der jetzige Captur. Also, das ist die höher gestellte Variante vom Clio. Ja. Also, ist ein bisschen größer. Also, das ist schon eigentlich dann ein Familienauto, kann ich sagen. Ein kompaktes Familienauto. Ja, ich glaube, der Ja. hat so grob von den Abmessungen her, geht es Richtung Hyundai Kona, oder? Wenn ich mir jetzt. Ich habe nämlich auch ein Ja, bisschen sowas in die nachgeschaut. Richtung. So in die Richtung. Also. Wie will man das nennen? Es ist ein Crossover Mini-SUV, könnte man fast sagen. Ja, so wie der Captur. Captur, ja, genau. Aber von der Größe her nicht so extrem ausladend. Innen und außen optisch ansprechend, recht modern außen drum und dran, und das ist so quasi das nächstgrößere Modell vom Twingo weg, wo man sagen kann, das kann man als Familie nutzen mit 2 Kindern. Man hat trotzdem Platz, man bringt 2 Kinder unter und hat trotzdem Genau, Platz im Kofferraum. man kann eigentlich die Überleitung machen. Es ist die höher gestellte und ein bisschen geräumigere Version von dem, was wir als nächstes vorstellen. Genau, ja, genau. Und das mit knapp 400 Kilometer Reichweite ist so der Plan. Und der soll irgendwas bei den 25.000 Euro kosten, habe ich in einem Online-Artikel gelesen, so in der Richtung. Also unter 25, glaube ich, war es gedacht, wenn es mir jetzt nicht täuscht, oder? Der wird wahrscheinlich ein bisschen teurer sein, denke ich mal. Dann, Renault du bist beim 4E. Fünfer, der soll um das kosten. Ja, warte mal, jetzt schaue ich schnell nach, irgendein Artikel habe ich da drin gehabt. Ah, okay, stimmt, Entschuldigung, ja, der R4 unter 30. Soll zumindest unter 30.
Und dann haben wir den nächsten, und du weißt ja nicht, ob haben wir den schon in der letzten Sendung besprochen, ist egal. Den haben wir, glaube ich, öfter schon gehabt. Ja, sogar. Genau, den haben wir schon öfter gehabt. Genau, und das ist der Renault 5, knapp 150 PS. Reichweitenmäßig soll es auch so Richtung 400 Kilometer gehen. Oder? Ja, genau, Richtung ja, 400 Kilometer. 410, ja, 410 steht da. Aber ja, WLTP, man muss immer so ungefähr 10-15% abziehen. Das rechnen wir realistisch bei den 350 Kilometer Reichweite. Das ist quasi die etwas kleinere Version vom Renault 4. Ein kompakter. Genau. Ein kompakter. Das wäre für mich das Pendelauto schlechthin. Ich glaube, dir das der Clio schon. Der Twingo heißt der, entschuldige. Ja, aber der wäre es schlechthin. Natürlich, der Clio wird. Der Twingo. Ich sage immer Clio. Clio, komisch, gell? Ja. Der Twingo wird schon gehen, aber wenn man denkt, für, keine Ahnung, 5000 Euro Aufpreis hast du noch doch ein bisschen mehr Platz, warum nicht? Und der schaut zudem auch noch richtig, richtig schick aus. Wie gesagt, man sitzt hier drinnen. Aber das ist sowieso was Schönes bei französischen Autoherstellern. Sie können echt schöne und bequeme Innenräume bauen. Ja, das kennen die. Mhm. Das kennen die, weil die wissen einfach, dieses Auto wird gebaut für das einfach, das kennen sie fertig. Ja, und das stimmt. Französische Autos, nehmen wir Renault, Peugeot und Citroën, sind äußerlich selten Schönheiten, aber innen fühlt man sich wohl in den Autos. Immer schon. Die haben immer schon mehr auf den Innenraum Wert gelegt. Ich meine, Ergonomie ist dafür eine andere Geschichte. Das ist wieder was anderes. Ja, das ist teilweise schräg, aber okay. Ja, haben wir ein paar schräge Ideen teilweise, ja. Zumindest hat das Auto Charakter. Ja. Aber jedenfalls, das ist der Renault 5 E-Tech. Und ja, eben, der wird mir gefallen. Also mit einem kleinen Akku soll er unter 25.000 Euro kosten und mit der großen Version um die 32.000. Also mich wundert ja persönlich, dass von Renault auch jetzt schon nicht mehr E-Autos unterwegs sind, weil es ist ja jetzt auch der Megane E-Tech und der Scenic E-Tech. Also eigentlich sind das keine schlechten Autos. Ja, ja. Vielleicht haben sie ein bisschen gebraucht. Man kann nicht von gestern auf morgen irgendein E-Auto ausballern. Nein, aber die gibt's ja schon länger. Ja, ja, aber du meinst, warum sie nicht schon früher auf die kompakteren Klassen umgestiegen sind? Nein, ich meine, warum so wenig Leute die fahren? Ich sehe das so selten auf der Straße. Ja, in Österreich ist es so, französisches Auto hat keine Qualität, kauft man nicht. Also das ist zumindest das, was man so hört. Ja, aber du, ich meine, was ist ein Auto, was funktioniert dauernd? Ist ja langweilig. Ja, ja, aber es ist schon so, die Pannenstatistiken haben halt prinzipiell früher so in den 90ern gegen französische Autos gesprochen. Oder auch gegen so, oder und die Roststatistiken haben in den 90ern auch gegen einen Opel gesprochen oder gegen einen Fiat. Das sind halt so Informationen, an denen haltet man sich jetzt im Jahr 2024 auch immer noch fest. Da sagt man, die zuverlässigsten Autos sind ein Volkswagen. Wenn man sich jetzt die Pannenstatistiken anschaut, wo die meisten daraus bestehen, dass es Softwarefehlern gibt, kann man mehrfach raten, welche Marke da die Pannenstatistik anführt. Tja. Ich weiß es nicht. Fiat stimmt. Fiat hat, obwohl man auch sagen muss, ich meine, Fiat kehrt ja mittlerweile, also es ist ja ein riesiges Land, es ist ein Riesenkonzern. Ja, ja, das ist also da kehrt ja Jeep und das auch alles dazu. Also ja. Wenn jemand einen Jeep fährt, kann ich auch sagen, er fährt eigentlich einen Fiat. Ja. Also das ist mittlerweile egal. Fiat hat halt, mittlerweile hat halt Fiat sehr viel so Lifestyle-Kisten. Ja. Also der 500 Elektro ist zwar cool, aber halt richtig teuer. Ja, das stimmt. Aber ja, und sonst da, ich meine, aber ja, na, Renault hat da schon einiges, was sie sagen muss. Ja, finde ich cool. Mhm. Also haben schon abgeliefert was. Und jetzt habe ich es gerade offen, also die Pannenstatistiken, also
Ich verstehe die Liste nicht da beim ÖMTC. Warte mal ganz kurz. Bitte. Ich verstehe die Liste nicht. Ein VW ID4 auf Platz 1 mit einem Punkt. Also sehr niedrig. Das ist noch das Beste. Das ist das Beste, ja. Das widerspricht aber dem, was ich unlängst immer gelesen habe. Gut, der ADAC hat die gleichen Werte. Also ich schätze, das dürfte schon stimmen. Ja, aber gerade der ID4 hatte die größten Softwareprobleme. Naja, Softwareproblem, ist es eine Panne oder ist es ja, dass halt sagst, irgendwas funktioniert halt ein bisschen komisch. Na, schon richtige Softwareprobleme. Ja, was ist ein richtig Softwareproblem? Dass du die Ladeklappe nicht öffnen kannst. Wegen der Software. Ja, du kannst out, kriegst nicht aus. Das Start ist halt 7-mal neu. Ja, nein, da war aber. Ach, ich finde es nicht. Untere Mittelklasse. Besten. Also. BMW ganz vorne. Audi okayisch. Mittelklasse. Seat Cupra oder Cupra recht weit vorne. Mittelklasse. Mittelklasse. Obere Mittelklasse, BMW ganz vorne, Audi auch gut, Mercedes auch gut, Ford Tuneo schlecht und Ford Ranger ganz schlecht. Ja, okay, ich muss mal die Liste fürs nächste Mal aussuchen, also fürs übernächste Mal. Okay. Ja, und du musst, glaube ich, du musst den Hass gegenüber VW ausblenden. Ja, eh. Das ist, wenn sowas das. Nein, es ist kein Hass, es ist Verachtung. Es ist purer Hass. Nein, es ist Verachtung. weil sich der Konzern seit Jahren auf den Lorbeeren ausruht und nichts weiterbringt. Ja, man, die haben halt ein Ziel gehabt. Was denn? Größter Automobilhersteller der Welt zu. Ja, das haben sie erreicht. Jetzt haben sie nichts mehr zu verlieren. Und sie arbeiten stark dran. Gut. Ja.